So, Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Video. Jetzt starten wir mit der Analyse, wo wir meine Fehler analysieren werden. Josef hat sich da aus meinen Streams, ich glaube, 2 oder 3 Games rausgesucht, wo ein paar Game-Breaking-Decisions von mir falsch getroffen wurden, sodass wir jetzt effektiv die Makro-Guidance lernen und wie wir die Games gewinnen. Tatsächlich wollen wir uns auf ein Spiel fokussieren, bei dem du mich darum gebeten hast, dass ich das unbedingt reviewe. Mhm. Was du auch während des Streams gesagt hast, deswegen habe ich mir das direkt zu Herzen genommen. Team Dev. Wir wollen aber zuerst mal, ob das Team Dev war oder nicht, das darfst du mir nachher nochmal beantworten nach dem Spiel. Zuerst wollen wir nochmal kurz darüber sprechen, wie man Replays analysiert und was eigentlich die Replay-Analyse ist. Also die Replay-Analyse ist High-Elo-Coaching beziehungsweise Self-Coaching. Nur die meisten kommen dann so, was soll ich reviewen, ich kenne mich nicht aus, worauf muss ich achten? Und da ist es ganz einfach. Erstens, ich review nicht jedes Spiel. Ich kann nicht jedes Spiel reviewen, weil dann werde ich wahnsinnig. Das ist Information Overflow, bringt mir überhaupt nichts. Außer ich möchte herausfinden, ob ich wirklich jedes Spiel einen bestimmten Fehler wiederholt mache. Dann gehe ich zu der Stelle, wo ich diesen Fehler meistens mache und schaue in jedem Replay nach, ob ich diesen Fehler tatsächlich mache. Das heißt, wenn ich gewisse Fehler, Auffälligkeiten habe an mir selber, dann gehe ich mehrere Replays durch, um herauszufinden, ob das ein Wiederholungsfehler ist oder ob das ein einmalig verschuldeter Fehler aufgrund der Situation ist. Also ich muss ein bisschen differenzieren, was sind so Fehlertypen. Hm. Weiters, wenn ich mir ein Replay zur Analyse raussuche und mich selber reviewen möchte, sollten das nicht immer nur Loses und nicht immer nur Wins sein. Also man muss beides machen. Man muss Wins und Loses gleichermaßen beurteilen. Weil nicht jeder Win war durch Eigenverschulden und nicht jeder Lose war durch hundertprozentiges Eigenverschulden. Ab einem gewissen Elo-Bereich. Deswegen sage ich es eher High-Elo-Coaching, Analyse beziehungsweise Self-Coaching. Okay. Gut. Zu den Punkten, die ich mir da anschaue jetzt bei einem Coaching. Also ich schaue mir nicht das ganze Game durchgehend an. Das wäre einfach zu viel Zeitaufwand, wenn ich jetzt wirklich 100% des Games anschaue, sondern ich speed up Phasen, wo nichts passiert. Ich überspringe manchmal Elemente, die mich nicht interessieren, wo Dinge passieren, die den Spielfluss nicht beeinflusst haben. Das kann ich entscheiden, weil ich eine bereits fundierte Erfahrung habe. Wenn ihr ein Replay analysiert, solltet ihr euch 100% anschauen. Ja? Kannst du die und Stichpunkte jeden Moment bitte? Damit das visualisiert sicher wird? Das wäre nice, danke. Sicher, kann ich gerne machen. Ich finde, die Replay-Analyse ist so mit der wichtigste Punkt, weil jeder sagt dir immer, du musst deine Replays anschauen. Aber ich habe das ein paar Mal gemacht und ich habe null daraus gelernt, wirklich gar nichts. Also es war einfach nur langweilig danach. Ich habe dann immer durchgeskippt und dachte so, was sind so die Key-Punkte? 100% des Games anschauen. Ja, 100%. Und Vision ausmachen. Okay. Vision aus. Ja, das heißt, nur eure Vision. Das heißt sozusagen aus eurer Sicht. Mhm. Wenn ich jetzt die Karte offen lasse beim Replay analysieren, dann nehme ich mir den gesamten Effekt weg. Weil ich will mit diesem Replay alles genau analysieren. Ja, du kannst es auch in doppelter Geschwindigkeit durchlaufen lassen, aber solltest dann, sobald etwas passiert, immer die Geschwindigkeit wieder auf normal stellen oder vielleicht sogar verlangsamen. Okay. Also Vision aus und noch besser, vor allem für den niedrigeren Elo-Bereich. Für Higher Elo ist es nicht so relevant, aber für den niedrigeren Elo-Bereich ist es noch besser, wenn ihr statt die Replays auch noch, oder beziehungsweise nicht statt, sondern zusätzlich zu der Replay-Analyse von dem internen von League of Legends auch noch eine Aufnahme habt von dem Gespielten, von eurer eigenen Perspektive. Weil beim Reviewen wollen wir auch noch unser Movement, unsere Klicks beurteilen, was wir an Informationen sammeln, und das sieht man ja alles in dem League of Legends Replay nicht. Ja, das heißt, plus Eigenaufnahme wäre sehr, sehr hilfreich. Ob ihr dafür OBS im Hintergrund laufen lässt
oder ein anderes Aufnahmeprogramm ist euch überlassen. Was ich nicht empfehle, sind so Sachen wie Medal TV, glaube ich, heißt es, oder so ähnliche Apps, die dann so Highlights machen und solche Sachen. Das würde ich nicht empfehlen. Ja, Nvidia Shadow Plays, sehr, okay, sehr gut zum Aufnehmen. Und wie entscheide ich, welches Game ich mir angucke nochmal? Wie entscheide ich, welches Game ich mir angucke? Ganz einfach. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich es perfekt gespielt habe oder sehr gut gespielt habe und trotzdem verloren habe. Okay, also das, was ich dir da in dem Moment gesagt habe bei den beiden Games. Wenn ich der Meinung bin, dass ich nicht weiter weiß, muss ich es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Mhm. Und wenn ich ein Spiel gewonnen habe, aber keinen Einfluss aufs Spiel hatte. Oder einen sehr geringen. Oh, okay. Dann sollte ich es mir auch nochmal anschauen. Kannst du die Punkte nochmal aufschreiben? Das wäre echt nice, weil das sind ja echt wichtige Punkte, also wie man es identifiziert, das sind die beiden, weil damit habe ich am meisten gestruggelt tatsächlich, ich habe mir Wenn er nur loses angeguckt und dann dachte ich dann immer so, okay, ganz ehrlich, ich stehe 2-0 und mein Team steht 0-8, keine Ahnung, sind alle am Enden und dann war es für mich dann schon vorbei. Hatte ich dann die Motivation noch nicht, das Spiel anzugucken, weil ich wusste selber nicht, okay, ist das überhaupt sinnvoll, was ich hier gerade mache? Okay, nice. Das ist gut. Da kann ich ja auch on-stream meine Replays quasi analysieren. Also wenn ich dann meine VODs anschaue. Das funktioniert ja. Genau. Und was ich auch noch mache, ist, wenn ich gewisse Situationen mir einfach nochmal anschauen möchte. Mhm. Wenn mir etwas nicht gefallen hat im Spiel, schaue ich es mir einfach nochmal an. Man verliert nichts dabei, wenn man einfach die paar Sekunden Zeit nimmt oder die paar Minuten, die 2-3 Minuten und einfach in ein Replay reinhüpft und sich eine Situation nochmal anschaut, wo man unsicher war oder wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie man es in seinem Gameplan hatte. Jetzt schauen wir uns einfach mal kurz ein paar Beispiele dazu an. Von Jans Replay sozusagen. Ich habe mir da das Stream-Replay von Jan rausgenommen. Alter. Das schließe ich hier mal. Wahnsinn. Damit wir uns natürlich auch anschauen können, was Jan so für Eindrücke sammelt während des Spiels. Und ich würde sagen, wir springen zu den markierten Punkten. Ja, okay. Ich hab das bereits analysiert sozusagen. Wir werden uns nur die markierten Punkte anschauen. Und ich hoffe, ihr versteht dann ein bisschen danach, warum ich diese Punkte markiert habe. Ich werde euch dann nochmal genauer erklären, warum ich diese Punkte natürlich ausgewählt habe. Aber einfach jetzt genau aufpassen und genau auf das achten, eben, was für Punkte relevant sind für jetzt den Jan. Das ist von Rolle zu Rolle unterschiedlich. Hm. Ja, wenn ihr jetzt ein Midlaner seid, sind für euch andere Sachen mehr relevant, beziehungsweise wenn euer Fokus auf etwas anderes liegt. Jans Fokus ist, er möchte sich makromäßig verbessern. Ja. Deswegen kommen hier mehr Punkte, die makromäßig wichtig sind. Es ist vollkommen fein, wenn du hier in der Champion Select mit dem Chat die ganze Zeit redest. Du solltest vielleicht die letzten Sekunden der Champion Select nutzen, um dir kurz die Teamcoms anzuschauen oder zumindest den Ladebildschirm. Ja. Ja. Dass du auch vielleicht deinem Chat erklärst. Und das ist mein Ansatz dazu. Du machst ja einen relativ educational Stream, dass du einfach während dem Ende der Champion Select oder während dem Ladebildschirm einfach dem Chat erklärst, was ist dein Gameplan für das Spiel. Ja. Und was ist wichtig, bla bla bla, das kommt dann nachher im Teil, wie erstelle ich meinen Gameplan. Okay, schauen wir einfach weiter. Das ist das erste Play sozusagen aus dem Spiel, wo du den ersten, gröberen Fehler machst. Mal schauen, ob du den Fehler identifizieren kannst. Hm. Das sieht bislang sehr gut aus. Wir haben seinen Bombenfehler gefragt. Und sein Jump ist raus. Und sein Flash ist raus. Nice. Ja, der Sound hört sich echt weird an, Alter. Also ich hab mir, mach mal weiter, ich weiß nicht, oder ich hab noch nichts gesehen, was schon. Wunderschöner Ecken. Oh ja. Ich hätte nicht flashen brauchen, weil er hatte keinen Flash. Carmen collected! Let's go! So, jetzt push ich. Ja, das war ein Fehler. Ich hätte die Wave so lassen können, backporten und dann. Ich mach einen Slow Push. Ja. Also, RTP, deswegen.
Ich hätte die Minion-Überzahl, ich hätte backporten können, das wäre vor meinem Tower gefreezed und dann hätte ich mit Item Advantage draufkommen können. Das war also du hast ja einen brutalen Fehler gemacht und diese Fehler wirken sich extrem auf den Spiel aus. Warum hast du diesen Fehler gemacht? Das ist das, was wir uns fragen wollen. So, ich habe den Fehler gemacht, weil er TP hatte. So, und ich dachte mir, wenn ich den Freeze jetzt so lasse, dann kommt er auf die Lane TP und pusht die Wave instant raus und ich schaff's nicht rechtzeitig wieder auf die Lane. Deswegen dachte ich, okay, ich bleibe jetzt auf der Map und versuche die Wave rauszupushen. Mhm. Ist, ein interessanter Gedankengang, ist ein interessanter Gedankengang, du musst trotzdem recallen. Ja, okay. Aber warum hast du den Fehler wirklich gemacht? Und zwar 100%, in diesem Moment. Das war mein Gedanke. Ich weiß es 100%, weil ich diese Gedanken ganz oft habe. Das ist so ein automatisierter Gedanke, der richtig schnell aufkommt und deswegen habe ich die allerdings. Automatisierter Gedanke, ein Autopilotfehler ist es. Mhm. Ja, und zwar haben wir hier eine automatisch die Entscheidung getroffen: Gegner tot, wir müssen pushen, Gegner hat noch TP. Ja. Automatische Entscheidung. Und das ist der Autopilotfehler. Ja, und um den zu verhindern, gibt es ein Konzept. Ich weiß, das sieht so aus, aber war es echt nicht. Ich habe das nämlich ganz oft, dass ich so die Gegner in der fetten Minion-Wave kill und freezen könnte. Und dann stellt sich mir wirklich die Frage. Und ich habe da abgewegt, soll ich jetzt pushen oder nicht? Mhm. Und da ist es halt wirklich so, er hat TP. Wenn ich das so gelassen hätte, und ich habe schon oft ausprobiert, dass ich so lasse, und ich will mich jetzt nicht verteidigen oder so, sondern das ist halt eine Frage, die ich für mich beantwortet haben muss. Wenn ich das so gelassen hätte, dann hätte der safe TP'd und hätte das rausgepusht und ich hätte 4-5 Minions verloren, weil ich nicht rechtzeitig auf die Map komme mit Ignite. So, ich finde das immer schwer deswegen spiele ich ungern mit Ignite, weil auch wenn man den ersten Kill macht, man ist immer in einer Kack-Situation danach, Alter. Overstate man. Du hast, so. Ja, ist in Ordnung. Du hast 9 Sekunden jetzt Zeit, das sind gerade getötet. Wenn du jetzt nach unten gehst, verlierst du die Minion-Akku von den Zarkasa Minions, dann drückst du Recall. Ja. Da sind wir bei 7 Sekunden Spawn-Timer. Wir recallen. Wenn kurz bevor er spawnt, sind wir in der Base angekommen. Aber crush die Wave denn nicht rein, weil das sind 6-7 Minions gegen 3 Minions, bevor die andere ankommt? Crush nicht rein. Weil der eine Minion ist fast tot. Die anderen beiden Minions sind Caster-Minions, die sind noch richtig schnell weg. Nicht, dass sie dann vorher tot sind. Oder? Okay. Nee, das ist wichtig. Ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig, weil das für mich gerade richtig gut ist. Weil das ist halt eine Frage, die habe ich so oft in meinen Games und die stellt sich mir auch so oft. Ich schaff's nicht. Yo, EO West, XYZ, danke für den Follow, Bro. Wir hatten dich vorne als Thema. Geil, Alter. Es geht sich zeitlich aus. Perfekt. Perfekt, Digga. Also ich kill ihn und potte instant back. Und dann bin ich der King. Geil. Danke, Mann. Und das kann ich in jedem Game so machen. Das ist für viele Spiele auf jeden Fall eine Sache, die du verbessern kannst, ja. Nice. Das ist einer deiner größten Wave-Management-Fehler, die du immer wieder machst. Ja. Ich glaube auch mein einziger. Aber ja, okay, ich verstehe das. Aber das Konzept dahinter habe ich schon immer verstanden. Ich wusste, dass ich hätte einen Freeze gehabt, ja. Aber ich frage mich immer, wie man den richtig executed. Und ich habe dann Angst, so lieber bleibe ich dann auf Nummer sicher in der Lane, aber das werde ich dann ablegen. Nice. Okay, danke. Okay. Wichtig dabei ist es natürlich abzuwiegen, ob die Wave wirklich freest auf deiner Seite. Ne? Weil wenn du jetzt dann natürlich keinen Freeze dadurch hast, dann ist es natürlich bitter. Ja. Aber in so einer Situation ist es ein offensichtlicher Freeze. So, man könnte ja auch, wenn die Minion Wave zu dick ist, kann man ja meinetwegen auch so auf vier oder fünf Minions trimmen. Wenn du die Zeit dazu hast. Ja. Wenn du die Zeit dazu hast. Stimmt, hast du aber der Zeitfaktor, er hat ja TP Advantage. Okay, also in dem Fall hätte ich instant in den Busch und dann backporten. Ja, genau. Einfach runter, du musst nicht mal bis in den Busch, das reicht, wenn du nach unten gehst, dann verlierst du Minion Argo und hast den Recall. Mann, warum schreibst du sowas nicht mal in den Chat nebenbei, Alter? Du überliest es immer. Ich weiß. Come and collect it! Warum? Aber ich muss sagen, der Streamer da vorne hat richtig Power, Mann. Holy shit, ich hab Bock zu zocken, wenn ich dem zugucke. Geh mal weiter, sorry. Okay, wenn wir hier weiter schauen, ja. Was resultiert nämlich aus deinem Nicht-Recall? Lane. Ja? Du eskalierst hier, du fightest hier und dein Jungler hat dich rausboxen müssen. Auch wenn es jetzt hier in diesem Play sozusagen funktioniert hätte. Ja, ich weiß, was du meinst. Im Endeffekt. Also in diesem Spiel hat es ja irgendwie funktioniert, weil dein Jungler dich richtig fett rausgeboxt hat. Mhm. Aber das ist richtig schlecht für deinen Jungler. Ja. Gewesen. Also dein Jungler hat extrem viel Zeit verwenden müssen. Ach krass. Und auf der Topside, ihr hattet dadurch sehr, sehr viel Probleme auf Midlane, Botside, also eure Botside war extrem geschwächt dadurch.
Und das, und das war ein Fehler die von mir. Es sind die Handlungen von uns, die da einen Einfluss auf das ganze Spiel haben. Weil jetzt ist dein Jungler dazu gezwungen, auf einer Topside zu bleiben, wo so gut wie keine Camps mehr ab sind für ihn. Und dich sozusagen aus deiner beschissenen Lage rauszuboxen, verliert du durch Jungle-Tempo. Ey, und in meinen Augen habe ich mich wieder King gefühlt, Alter. Ein Kill gemacht, ein Assist geholt, jetzt einen safen Backport. Aber ich denke halt nicht darüber nach, was das für Auswirkungen auf meinen Jungler und damit auch auf die andere Lanes hatten. Deswegen waren die anderen Lanes wahrscheinlich auch dann so behind. Das ist auf jeden Fall ein Faktor und da kommen wir jetzt noch weiter. Okay. So, das nächste. Jetzt beginnen ein paar Folgefehler, die sich in diesem Spiel einfach durchgehend wiederholen. Gibt man dafür Punkte oder? Für Wiederholungsfehler. Für Folgefehler. Also, Wiederholungstäter kriegen keine Punkte bei mir. Die werden härter bestraft. Oh nein. So. Schau einfach zu und sag mir, was du darüber denkst. Ja, eine Maschine heute. Du hast mein erstes Game nicht gesehen, Mina. Mein erstes Game war alles andere als maschinell. Zum Glück bin ich kein Hund und auch keine Katze. Die Griffe sind am Start. Nein, du sagst, sowas ist ekelhaft, Alter, wirklich. Und jetzt reißt euch mal zusammen, Chat. Ja, ich musste dich wieder belehren im Chat, Josef. Das ist schon, das habe ich gerade mitgenommen. Und der Chat ist so, so eklig. Das kann ich nicht sagen, weil sowas ist echt eklig. Von vergebenen Frauen und Männern nimmt man immer die Hände weg. Ja, das gehört ja nicht. Take off Ellsworth, was geht, mein Lieber? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, der Ton ist ein bisschen komisch in der Aufnahme von Josef. Weiß ich nicht. Das ist dein Twitch. Hier heute, actually. So, was haben wir mitgenommen? Ja, ich habe die ganze Zeit mit dem Chat geredet, aber das machen auch. Nein, no das way. Ist nicht das, was mich interessiert hat. Safe, weiß ich nicht. Zwei große Dinge, die problematisch jetzt waren. Und zwar, Nummer eins ist ein Auto-Pathing nach Toplane. Das heißt, du automatisch aus der Base direkt Toplane. Ohne Rücksicht auf Verluste. Yo, du hast ein einziges Mal auf die Midlane geschaut. Weil wenn du ein ordentliches Pathing verwenden würdest von der Base, weil du hast keinen Zeitdruck nach diesem Recall. Dieser Recall war sehr, sehr krasser Tempo-Recall. Da ist extrem viel Zeit, wo du was machen kannst. Du bist schon längst auf der Toplane und schau mal, wo die Wave ist. Ja. Die ist immer noch auf Gnars Seite. Und ich sagte hier, wenn du hier auf die Map geschaut hättest, wenn du hier ein Pathing verwendet hättest, was dich vielleicht mehr Zeit kostet, um auf Toplane zu kommen, aber für dein Team besser ist, durch den Jungle, ja, hättest du den Midlane Kill contesten können, wo dein Jayce gestorben ist gegen Yo und Diana Gank. Echo war auch in der Nähe. Hätte da vielleicht einen Double Kill rausgeholt, hätte extreme Tempo Advantage für deinen Jungler, der hätte den Drake danach holen können. Du hättest extreme Tempo Advantage für deinen Midlaner, der sozusagen seine verlierende Lane vielleicht gerettet wird. Und du würdest trotzdem noch rechtzeitig auf Toplane zurückkommen, bevor die Wave crasht. Und selbst wenn die Wave crasht, kannst du durch dieses Play einfach dein Team extrem carryen. Und das ist das, was ich meine mit dem Toplane Impact, mit diesem, mit dem Roam of the Midlane. Ja. Ich spreche da aus meiner eigenen Erfahrung, und zwar immer, wenn ich gespielt habe gegen Adam von, also im letzten Jahr, da war ja noch Top-Liner, bei Fnatic, glaube ich. Ja. Nein, G2. War der G2 oder Fnatic? Fnatic. Der war mit dem Dicken da, der Nacktbilder rumschickt. Genau. Wie hieß der Bippo? Ja, alles klar. Auf jeden Fall. Adam. Meine ganzen DMs sind voll, Alter. Immer, wenn ich gegen Adam gespielt habe, dann ist er Midlane geroamt. Da ist es halt passiert, dass der schon Level 3 auf meiner Midlane gestanden ist und mir auf die Nerven gegangen ist. Und der ist immer wieder gekommen. Der hat einfach, das ist sein Playstyle gewesen, der ist jedes Game 5-mal, 6-mal, 7-mal auf die Midlane runtergeroamt von Toplane und hat die Midlaner gekillt. Ja. Mit seinem Darius. Auch wenn Darius ja nicht so der gute Champion ist, ne, für Hilo, hat er damit halt richtig hart rasiert. Ja, krass, Mann. Immer Midlane Roam, so ekelhaft. Und das also hat etwas, das auch viel was damit zu tun, dass ich dann auch mal einen anderen Weg zu Toplane gehe, als einfach nur Toplane zu rennen. Also durch den Busch gehen. Ich sehe das nämlich, ich habe mich daran erinnert, dass so, als ob ich irgendwie was gerade wiederentdeckt habe durch den Tipp. Das habe ich damals eine Zeit lang gemacht, wo ich Diamond 1 und in der Master-Promo war. Da habe ich ganz oft einfach nicht den normalen Weg genommen, sondern bin durch die Mitte gerannt, über den River Busch gesprungen, bin entweder noch in den Jungle rein.
Das mache ich alles gar nicht mehr. Mhm. Also ich habe mich in der Art und Weise echt zurückentwickelt. Aber das ist nice, dass man das jetzt nochmal vor Augen geführt bekommt. I've been in this place before, genauso. Nice. Sehr gut. Das kann man eigentlich immer machen, ne? Wenn man eine Wave hat. Es kommt immer drauf an. Auf dein Tempo kommt es an. Wenn du so einen Tempo-Regel hast und wir... Deine Laning Phase ist ja sehr stark in den meisten Spielen. Ja. Du hast ja wirklich oft, dass du den Gegner solo killst, das musst du auch. Du bist ein OTP-Riven-Spieler. Du musst dir in der Laning Phase die Leads verschaffen. Genau. Oder solltest zumindest, wird zumindest erwartet. Vor allem in Dia Elo ist das nicht so schwer. Hm. Und dementsprechend willst du ja deinen Lead dann auch ausweiten. Ja. Und ich sage immer, wenn du als One-Trick deine Lane Even spielst, dann hast du verloren. Hast du deine Lane verloren. Hm, das stimmt. Okay. Das geht, das setzt sich durch das ganze Spiel fort. Gehen wir zum nächsten. 1,945. Schauen wir uns das nächste an. Wollen wir zu Godric, ja? Yo, by the way, Chat. Heute machen wir eine Game-Analyse. Jetzt sind gerade ein paar neue Leute da. 12.30 Uhr geht's los. Ich werde zwei Games von Faker kommentieren und analysieren. Also dieses Mal sind wir nicht nur auf der Top-Lane, sondern wir gehen auf die Mid-Lane und gucken uns da mal an. Weil ich habe ja gesagt, ich will jeden analysieren. Ich will alle Lanes machen, ich will mich nicht nur auf Top-Lane irgendwie feststeifen, weil ich will besser werden im League und es geht am besten, wenn man sich auch mal irgendwie so einen Input von anderen Leuten holt und anderen Rollen vor allen Dingen, weil Top-Lane ist ja schon ziemlich abgeschieden, ne? Top-Lane ist ja ziemlich abgeschieden und deswegen ist es geil. Wieder viel zu früh auf der Lane und ich hätte in die Mitte gehen können, weil er gerade gepusht hat. Ich hätte ja, also hier... Bei diesem Place ist nicht so unbedingt der Fall, dass du jetzt auf eine andere Lane hättest gehen sollen, aber du hast dir keine Informationen beschafft. Ja, das war mir vorher schon. Also ich dachte, das geht damit einher, ja. Ich gucke halt auf zum keine Beispiel, Lanes, ja. Zum Beispiel unten, Diana ist gestorben, es sind Gegner gestorben, eigene Teammates haben gespielt. Weißt du, welche Summoners Diana hat? Weißt du, ob sie geflasht hat? Aber das könnte relevant für dich sein. Warum? Es ist Harald ab. Sie war gerade auf Botside, wo wir jetzt als nächstes höchstwahrscheinlich hinkommen, in Richtung Topside. Vielleicht für Harald und so weiter und so fort ist das relevant, um zu wissen, ob eine Diana Flash hat. Also das sind alles Informationen, wir zu Lane rennen, dann immer gucken auf die anderen Lanes. Weil das ist ja eine Habit, die du dir einfach angewöhnen kannst. Während du zu Lane läufst, du brauchst dir nicht wirklich hinschauen, um zu laufen. Natürlich, du machst deine Q-Jumps, du kannst aber immer wieder rüberskippen auf die anderen Lanes. Botlane musst du nur schauen, wenn dort unten wirklich gefightet wird, wo der Jungler dabei ist. Ansonsten interessiert dich das eigentlich nicht. Okay. Midlane ist für dich relevant. Und du solltest immer schauen, immer wenn du aus der Lane, also aus der Base auf die Lane läufst, in welche Richtung pfeift dein Jungler. Hm. Das werden wir dann nachher bei den Makro-Konzepten nochmal genauer besprechen, was der Jungler eigentlich mit mir zu tun hat. Okay. Gut. Dritte Szene. Wir gehen weiter. Es wird natürlich jetzt dann immer schlimmer werden. Gott, es wird immer schlimmer, Chat. Die Hose ist unten. Können wir auch gerne machen. Wir könnten eigentlich so eine T1-Reihe machen. T1 ist ja zurzeit 8-0 in Korean Pro Play. Und wir haben ja jetzt schon T1 Zeus. Jetzt haben wir T1 Faker heute. Dann machen wir Guma Yuzi noch. Dann machen wir Sone. Und den anderen kenne ich nicht. So, zwei Wochen Urlaub. Dann muss ich spreche hier das Auto-Perfing an. Gell? Ja, ich habe es gesehen. Ich bin erst gut. Herzlich willkommen, lieber. Das ist natürlich gar nicht geil. Ich wünsche dir gute Besserung. Und, ach du Scheiße, Alter, das ist echt peinlich, Mann. Heute gibt es wieder. Ist nicht peinlich, gute Laune, aber. Es ist, als ob man irgendwelche Eisen besorgt. Das ist ein Fehler, so offensichtlich ist. Es ist perfekt, nein, Mann, dass die Fehler so offensichtlich sind, weil das ist ein Deal, was am leichtesten zu fixen sind. Ja. Sterben da, Jan? Hab eigentlich gedacht, dass du astronomische Zahlen... Du hast jetzt astronomische Zahlen. Okay. Und jetzt kommen die, die wirklich viel Einfluss hatten aufs Spiel noch zusätzlich. Also der eine, wo du mittlerweile etwas machen hättest können, natürlich, aber jetzt kommen die, wo wirklich krasse Sachen passieren. Okay. 1,19. So. Gleich zurück. Hatte ich auch schon zweimal. Alex, was geht dann? Schön, dass du da bist. Oha, schon 5 Stunden. Warum renne ich da zu Toplane, Alter? What the fuck? Schon die neuen Midlaner von TSM, Isaac, Disney gesehen? Nee, habe ich noch nicht bei dir. Zum ersten Mal hast du auf eine andere Lane geschaut, kurz. Ja. Ich
weiß, was der erste Schritt wäre, aber alleine Ja, Gedanken der sind Chat nicht ist wert. halt so. Du schaffst das, Kevin. Du schaffst das. Ja, der Ja, Drake du hattest doch spawnt auch auf eine dem Zeit Chat. gehabt, wo es dir mental nicht so Ja. gut geht, oder? Das ist ja immer noch. Ich glaube mir, das ist dein Körper, der dir signalisiert, dass du auch mal auf dich hören musst. Und das ist der beste Schritt. Du willst, dass es dir besser geht, fang damit an. Und dann guckst du. Same chat. Wäre nice, wenn ich das so schaffe. Eine Minute, dann müsste ich eigentlich selbst schaffen. Also wenn ich jetzt nicht on-stream einen Schlaganfall bekomme und hier dabei nur zucken vor euch zusammenbrechen, müsste ich eigentlich noch easy in der Lage sein, diesen Harry zu machen, wenn das jetzt irgendwie einer kommt oder ohne das Verdienst zu haben. Oder? Komm schon! Nice! Hallo David, was geht? Okay. Sehr, ja. Sehr nice. Junge. Also ich hatte so lange Zeit. Also ich hätte sogar Toplane noch rauspushen können und dann einfach mit dem Team groupen. Auch wenn der eine Jacer gestorben ist, hätten wir da was machen können. Oder ich renne direkt schon zum Drake, weil ich ja gesehen habe, dass Toplane noch sich hält vom Tower und dann hätte ich noch Toplane dann nachgehen können. Weil ich glaube, ich hätte den Teamfight packen können mit 5-0 und zwei Items, gerade mit Death Dance und Goldringer. Sehr gut. Die Hextech ist das, schon Hextech Gates habe ich auch nicht genommen. Die nehme ich nie. Ich renne da konstant dran vorbei, das stimmt. Ja. Ja. Und hier hättest du den Jace auf jeden Fall, also hättest du auf jeden Fall Richtung Drake gehen sollen. Hm. Wenn Gleich einer schon nach die der Wave Base. Of Toplane annimmt, hättest du ja direkt nach der Base. Warum? Es geht hier um Item-Spikes nutzen. Ne? Du ja. hast hier jetzt deinen Recall mit zwei Full-Items plus ja. Boots. Hm. Und diesen Item-Spike wollen wir auf die Map bringen. Und das habe ich übrigens als Tipp in meinem einen Video. Und wenn das selber nicht. Ja, und Toplane musst du nicht gehen hier in dieser Situation mehr. Da wäre es sogar besser, wenn auf der Chase auf Toplane geht und sich den Farm holt. Und du ja. Kannst dann hier den Teamfight impacten, du kannst hier den Drachen securen für dein Team. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du mit deinem Mechanics und deinem ja, Lead diesen Fight entscheiden hättest können. Ja, denke ich auch. Also, ja, das ist halt so eine Sache, wenn ich halt meine Lane storm, so wie jetzt. Dann tendiere ich dazu, zu versuchen, alles perfekt zu machen, jeden Farm zu kriegen. Und ich habe dann Angst, dass ein paar Waves in den Tower reinquashen könnten und drop dann dafür ein ganzes Objective. Aber diese Angst, die muss ich ablegen, ich weiß. Weil in dem Fall wäre es wirklich besser, das sehe ich jetzt in der Analyse, also wenn ich mir das selber angeguckt hätte, sehe ich das auch. Und das war auch genau die Frage, die ich mir halt sehr oft stelle. Wann ist es wirklich besser, jetzt Toplane zu bleiben und wann ist es besser, da zum Drake-Fight zu gehen? Weil in meinem Kopf war es so, okay, mein Team ist voll behind. Wenn ich jetzt Group verliere ich und fall selber behind, dann gehe ich lieber auf die Toplane und gehe auf Nummer sicher. Das war, glaube ich, mein Gedankengang dahinter. Ja, ich meine, umso höher du kommst, umso schwieriger ist diese Frage zu beantworten. Aber gehen wir einfach auf Gold Value ein. Ja. Oben auf der Toplane befinden sich jetzt ungefähr zwei Waves, ja. die noch ein bisschen gebraucht hätten, um in den Tower zu crashen. Zwei Waves sind so um die 600 Gold circa. Genau. Vielleicht ein bisschen weniger. Also um die 600 Gold. Wenn du jetzt runtergehst zum Drachen und wir sind so stark und sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir diesen Teamfight positiv beeinflussen können, wie viele Kills kannst du für dein Team herausholen? Was denkst du? Ja, wenn ich 5-0 stehe, hätte ich wahrscheinlich alle gekillt. Also 3 bis 5. Also 2, 3 auf jeden Fall. Ja, ja, wenn die vielleicht flash einer weg, ja. Können, ja. 2, 3 Kills könnte man für sein Team securen, einen Drachen könnte man securen. Das ist schon mal auf jeden Fall deutlich mehr wert als wie die 600 Gold. Und den Farm hätte ich mir dann auf der Bot- oder Midlane Wave trotzdem noch holen können. Bingo. Und jetzt gehst du auf das weiter. Du möchtest ja dich snowballen ja. und denkst dir, okay, ich will aber meinen Top nicht aufgeben. Ja, musst du. Du kannst deinen Top aufgeben, weil du einfach von wem anderen das nimmst, weil du carryst ja eh. Vor allen Dingen, was mir gerade auffällt, Jace war ja eh tot und ist fast wieder gespawnt. So, der hätte danach dann ja die Waves collecten können oben und ich wäre der Mitte gegangen. Ganz genau. Das ja, sind so game-breaking ja. Moments hier. Also ja. dieser Drache war auf jeden Fall eine game-breaking Decision, die du hättest treffen können, ja. wo du erstens wow. die Gegner auch überrascht hättest. Warum? Der Gegner war jetzt schon das ganze Spiel auf eingestellt. Du gehst Toplane, du gehst Toplane, ja. du gehst Toplane, du gehst Toplane. Und jetzt hättest du sozusagen den Gegner überraschen können mit einem Drake-Play.
Und es hat auch perfekt gepasst. Denn also ich habe mir, wie du es gespielt hast, habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt Recorder, es ist kurz vorm Drake-Spawn, perfekter Recall, richtig geil, Item-Spike, jetzt geht er zum Drachen und dann gehst du rauf. Und da habe ich mir gedacht, so, ey, was ist los mit dem Typen? Spielt der eigentlich League of Legends oder tut er hier Just Chatting, ein bisschen hier seine Brüste präsentieren? Ja? Habe ich nicht so ganz verstanden. Ja. Ja, das aber nicht so schlimm, weil aus diesen Fehlern lernen wir. Ich hab's, wenn man selber realisiert, dann bringt das einem so einen Aha-Effekt, das ist sehr gut. Du wunderst dich, warum Josef dich trollt im Chat, ja. Wahnsinn. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt wollen wir uns kurz anschauen, was davor schon hätte verhindern können, dass es überhaupt dazu kommt. Minute 1:16:31. Minute 1:16:27. Der Marsch auf dem Tower so. Zu machen. War sehr wichtig, dass wir gerade die Diana gekillt haben, deswegen bin ich auch einfach hinterher geflasht. Okay, weiter geht nicht, wir holen uns das beim nächsten Mal. Den Tower. Ich brauche jetzt unbedingt meine Items, 2,6 vergolden. Ich kann mir das bei dir sehr gut vorstellen, weil das perfekt in deinen Charakter reinpasst hat. Ich hätte da schon Mitte gehen können eigentlich. Und den Jason top ping. Hier hättest du den Tower nehmen müssen. Ja. Und dann einen Lane Swap mit dem Jace machen. Oder den Jace ganken und er ihn dann auf Toplane schicken. Mhm. Du hättest hier easy. Also es gibt zwei Regeln. Entweder nimmt man den Tower komplett oder man lässt es und portet back, bis man ihn komplett nehmen kann. So ein bisschen Damage zu machen ist immer ein Tempo-Lose eigentlich. Der ist auf jeden Fall ein Tempo-Lose, ja. Aber wie gesagt, hier den Tower hättest du easy nehmen können zeitlich. Du sagst dir, du hast keine Zeit, diesen Tower zu nehmen. Hm. Locker. Also ohne Problem wäre sich das ausgegangen. Ja. Und das ist auf jeden Fall vor allem. Ich hatte halt Angst, dass Diana kommt. Ich hatte keine Vision auf die. Nee, Diana ist ja vorher gestorben. Nee, Julian, wir gehen. Diana ist gestorben. Okay, gut. Dann ja, schon. Da ist der Deftan, Diana ist sogar länger tot als der Gnar. Ja, okay, gut. Der Gnar ist gerade jetzt gespawnt. Ja. Ja. Und wenn du schaust, wie lange der Gnar braucht, um in die Lane zu kommen. Ich glaube, weil ich keinen TP getrackt habe. War sehr wichtig, dass wir gerade die Diana gekillt haben. Deswegen bin ich auch einfach hinterher geflasht. Schau her. Weiter geht's jetzt. Wir hören uns das beim nächsten Mal. So. Also jetzt verstehe ich, also ich kann mir den Play nur so, ja. so beantworten, dass ich dachte, dass Gnar TP hat. Und ich dann, wenn ich da dann bleibe, habe ich Tempo lose. So, und dann habe ich gemerkt, das war eine schlechte Entscheidung und bin weggegangen. Aber das geht ja damit einher, was du am Anfang in dem Theorie-Part gesagt hast, dass man, wenn man eine Entscheidung trifft, committen soll. Und nicht so halb. Auf jeden Fall. Also ich dachte gesagt, mit Decision so Quatsch, das Kacke, was ich mache, und dann bin ich lieber weggegangen. Okay. Ja, aber hier hättest du auf jeden Fall committen sollen für diesen Tower. Das wäre auch eine insane Tempo-Advantage und würde dir in deinen Gameplan spielen. Und diesen Gameplan stelle ich dir am Ende nachher noch vor. Okay, nice. Damit du auch verstehst, was mein Gameplan wäre, wenn ich in dieses Spiel hineingehe. Mhm. Gut, das ist einmal zu dem. Tower, Mitte swappen. Dann das nächste. Muss ich kurz auf die Timer schauen, welcher Timer hier relevant ist. Ja, du hast noch eine Platte aufgegeben, das können wir uns auch noch kurz anschauen. Da springen wir jetzt nochmal ein bisschen zurück. Ich fühle mich so, hier gibst du eine Platte auf. Haben, allein wenn ich über Rhythm ziehe, wir sind nach Minute 5. Alter, danke dir, Amigo. Ja. So, siehst du hier diese fette Minimum-Wave, die in den Tower läuft? Hm. Na, ist jetzt noch eine Sekunde tot, du hättest hier mit 3-4 Auto-Attacks die Platte bekommen. Safe, ja. Ich wusste aber nicht, wo Diana ist. Ich bin schon so oft gestorben bei sowas, Josefe, weil ich den Toplaner gekillt habe, ich habe eine fette Wave gehabt und ich habe für eine Platte gegreedet und dann kam der Jungler und ich bin tot. Riven favored, also Riven. Riven. Riven geladen auf. Dann müssen wir, wenn ich die Diana ist Hand Mitte, ja. Ja, aber trotzdem, sie ist top geplayt danach. Müsste ich mir das nochmal anschauen, um dir genau zu sagen, wo Diana ist, ja? Ja. Da kommt halt wieder das Jungle-Tracking rein, ne? Ja. Tracks den Jungler? Mhm. Gar nicht. Und, gar nicht. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wo du dich improven musst. Aber ist okay. Wir schauen weiter ins Nächste. Information Gathering, so wie du es genannt hattest vorhin. Das genau. Vision 1.10, das können wir uns auch noch kurz anschauen, bevor wir zu dem wirklich Game-Breaking-Ding kommen, wo du das Spiel. Wo das Spiel halt kippt. Ich abgeschieden. Top Lane ist ja ziemlich abgeschieden und deswegen ist es geil, sich da auch mal andere Games anzugucken.
von anderen Spielern. Olaf, was geht, Mann? Tut weh, wenn ich dir nahe zusehe. Diana ist tot. Ja. Diana ist nicht auf der Lane. Die Wave pusht zu dir. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, dass du in diesen gegnerischen Jungle hineinpuffst und Vision besorgst. Deep Vision. Damit du den Gameplan vom gegnerischen Jungler aufdeckst, beziehungsweise das Pathing. Dadurch beschützt du deine Laner, dich selber Ja. und kannst vielleicht sogar Jungle Catches machen, die Alter, extrem holy valuable shit. sind. Stimmt, ich bleib immer auf der Lane. Das heißt, auf solche Sachen kannst du, solltest du auch etwas mehr achten. Das ist Ja. auf jeden Fall ein Play, was sehr, Ja, sehr vor allen stark Dingen darauf das besteht. Gute ist, bei sowas, du hast dann nachher auch die Möglichkeit, von hinten vielleicht zu kommen. Wenn du auf der Lane bist, bist du ja predictable, weil jeder sieht dich. Wenn du aber im Dunkeln bist und gerade Vision zum Beispiel im gegnerischen Jungle holst, kann es entweder sein, dass man Diana denn sieht. Ich hatte in 40 Sekunden Ulti, vielleicht kommt ein Fight, kill ich Diana, bring sie behind. Oder der gegnerische Top-Laner pusht und ich kann ihn runterrennen von hinten. Mann, das sind alles Sachen, die ich mal gemacht habe. Ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist, Alter. So, ich Ja, verstehe die schon. Plays ja, ich sehe sie Schwierig. auch, aber ich weiß nicht, warum ich das nicht mehr gemacht habe, Alter. Oder warum, weiß ich nicht. Aber das sind richtig krass Da geile Tipps, Alter. kann ich nur darauf wieder ansprechen, dass du anfängst, wieder deine Habits zu trainieren. Ja. So wie wir es, wie ich es oben erklärt habe, wie du deine Angewohnheiten am besten trainierst, indem du tägliche Habit-Ziele setzt und das dann für eine Woche zum Beispiel machst. Oder für ein paar Wochen, damit du dich einfach wieder daran gewöhnst und damit das Subconscious wird irgendwann und die Verbindungen einfach wieder gestärkt werden. Es geht seit der Jace Challenge, geht das so. Da habe ich mich echt zurückentwickelt, habe ich gemerkt. So, und jetzt mit den nächsten Dingen wird es ein bisschen schlimm. Oh mein Gott. Okay? Noch, oh Gott, jetzt. Es wird noch schlimmer. Ich dachte, ich kann jetzt endlich meine Hose wieder anziehen. Ne? Jetzt muss ich kurz schauen, welches das Richtige ist. Genau, hier 1:22:48. Aber geil, geile Vorbereitung, Mann. Das ist richtig, also wirklich, ich Nein! denke mir jedes Mal, oh mein Gott. So. Nice, sehr gut. Jetzt mal ganz im Ernst, ich habe schon einen Burnout hier hinter mir, Leute. Es ist verdammt wichtig, euren Körper zu hören. Euch geht es in der Situation nicht gut. Schaut, dass du beendest. Am Ende des Tages schaut keiner zu euch, ob es euch gut geht. Außer wenn es zu spät ist. In diesem Fall sucht ihr eine neue Arbeitsstelle, damit du sofort wechseln kannst und enjoy your life. Du lebst nur einmal. Roxy, danke! Das ist so ein schöner Satz, wirklich. Ich feiere das. Sehr guter Text. Das ist 1 zu 1, wirklich. Leute, wenn ihr immer euer Leben lang für andere lebt, dann wird euer Gehirn das so Das war aber ein unzufrieden wichtiger werden, dass Punkt, es euch Alter. das irgendwie heimzahlt in einer Art und Weise, die halt nicht geil ist. Sei es jetzt durch mentale Probleme, durch psychische Probleme, durch was auch immer, Alter. Wenn ihr euch anders verhaltet, als es für euch am besten ist, dann kriegt ihr die Strafe immer. Und es gibt so viele psychische Krankheiten, die daraus entstanden sind. Also hört auf euch. Guckt, was euch glücklich macht. Und bleibt nicht euer Leben lang in einer Situation, die euch unglücklich macht. Weil man hat letztlich nur ein Leben. Ja. Das Problem ist, ich habe halt die ganze Zeit gequatscht, Alter. Ich hätte schon viel schneller da sein können und wir hätten einen Pick vorher machen können. Wir hatten einen Pick vor. Ja, das Es Problem war ist halt. 5 gegen 4. Ja, ich weiß, aber Und das Problem du ist. bist der gefeedete Member aus deinem Team. Du bist der Starke. Du bist der entscheidende Spielfaktor. Und wenn du hier für 5 Sekunden aufgehört hättest zu quatschen, einmal hingeschaut hättest vorher, statt den Raptoren eine Trap gestellt hättest, hättest du hier das Spiel gewonnen. Indem Ja. du einen Pick machst, ihr tötet vielleicht sogar noch mehr Gegner, ihr kriegt den Baron, das Spiel ist so gut wie gewonnen. Ja? Und das Lustige ist, ich habe jetzt die Szene nicht abgespielt, jetzt sind sie nicht gefunden, aber irgendwo kurz davor sagst du: Leute, ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Spiel, ich will dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und dann passiert das hier danach. Und ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Ja, das stimmt. Jan muss lernen, seinen Chat beizubringen, dass es okay ist, wenn er nicht auf jede Nachricht eingeht. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Es ist, jetzt zum Beispiel sitze ich hier die ganze Zeit und ich fühle mich richtig merkwürdig, weil ich kriege so viele Chatnachrichten und ich muss sie alle ignorieren. Ich habe hier gerade einen inneren Kampf, wirklich. Ich bin so konditioniert darauf, jede Nachricht zu lesen und mich zu freuen und dann tiefe Gespräche daraus zu entwickeln, aber es ist halt nicht so gut für Ranked. Trainier deinen Chat darauf. Und zwar, bei anderen Streamern ist das sehr der Fall. Bei Novi war noch ein bisschen kleiner, weil jetzt wird eh nur noch abgespammt in sein Chat. Aber wie Novi noch etwas kleiner war, so ein paar tausend Zuschauer. Und bei Argurin ist es zum Beispiel auch so gewesen, nicht immer. Und
Bei denen ist es so, dass die Leute weniger in Chat, fast gar nicht in Chat reinschreiben während der Spiele. Die schreiben sehr, sehr wenig in den Chat rein. Also jetzt ist es nicht mehr so natürlich, jetzt wo sie so riesig sind, aber wo sie ein bisschen kleiner waren, haben die Leute während der Spiele nicht in den Chat reingeschrieben. Ja, aber das würde ich auch mehr Kacke finden, Alter. Und haben dann nach den Spielen, ist immer extrem abgegangen. Da haben dann immer alle ihre Fragen gestellt und wurde halt viel miteinander diskutiert. Ich sag's mal so, ja, wenn der Chat bisschen weniger reinschreibt während der Spiele oder zumindest solche riesigen Sachen vermeidet, ja, wie es jetzt da war mit diesem mit Roxy. Ich habe jetzt nicht ganz zugehört, aber solche Sachen kannst du dir halt während des Spiels nicht anschauen. Ja, das Wenn stimmt. du Master hitten möchtest, geht das nicht, ja, weil du einfach so viel Zeit verlierst, wo du wichtigste Informationen aufnehmen musst. Ja, das ist Und nice. Ja, guck mal, das es ist halt ist das Ding, wenn man so, ich bin ja noch ein kleiner Streamer, wir kratzen gerade so an der Twitch-Partnerschaftsmarke und das ist halt erstmal so der größte Meilenstein eigentlich. So, das ist das Hauptziel für mich dieses Jahr auch, unbedingt Twitch-Partner zu werden. Und da hat man halt Angst, denn irgendwie so Qualität des Streams, also es ist ja nicht mal ein Qualitätsdrop, aber in meinen Augen fühlt sich das so an, als ob ich denn die Qualität meines Streams drop, weil ich nicht mehr auf die Nachrichten eingehe, weil ich nicht mehr rede oder ich weiß es nicht, aber. Also, ich glaube nicht, dass du das Problem hast. Und schau, was zum Beispiel Love the Shadow schreibt, deine Mods können viele Fragen in deinen Namen beantworten oder darauf hinweisen, dass sie bitte Rücksicht nehmen, dass du ingame bist und solche Sachen, das auf jeden Fall. Ja. Ja, also ich Also. werde trotzdem, also das kann ich selber sagen. So, das ist ja ein kleiner Satz. Ich bin Gott sei Dank vom Kopf her, ich kann mich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren, deswegen klappt das auch, dass ich immer so viel rede und so. Aber ich muss halt aufhören, diese tiefen Gespräche denn anzufangen. Man kann ja kurze, prägnante Antworten meinetwegen geben und dann sagen, okay, tiefer, nach dem Game können wir dann mehr darauf eingehen, das ist ja voll in Ordnung. Das ist ja dann fein so. Ich will es nicht ignorieren, weil das wäre nicht meine Art, aber man kann ja sagen, okay, nach dem Game richtig geil, das Thema können wir da ein bisschen tiefer drauf eingehen. Sowas zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall einmal ein Punkt, der dich viel weiterbringen wird. Also wenn du da einfach eine bessere goldene Mitte sozusagen findest, wird dich das auf jeden Fall in deinem Gameplay deutlich verbessern. Und jetzt kommen wir zu einer Szene, die mir ganz besonders wehtut im Herzen. Oh mein Gott. Noch mehr? Weil die Szene gerade, die tat mir echt weh. Also wenn ich noch irgendwann Team Ja, Diff nee, sagt, dann könnt ihr das ist herkommen und die mir eine Szene, Backpfeife geben, Alter. die ist davor sogar passiert, vor diesem Play, und die tut mir wirklich weh im Herzen, weil das ist schmerzhaft. So, schauen wir es ein bisschen länger an zu. Das Alright. klingt nach einem Treffen, worauf ich absolut gar keinen Bock hätte, Matze, Alter. Schöne Stimme. Kollege, was geht, mein Lieber? Schön, dass du da bist. Du kannst auf Deutsch schreiben, so. Evelyn, OTPs und keine Ahnung. Sind halt Evelyn OTPs, also. Da keine positiven oder negativen Gefühle dir gegenüber. Ulti Dodge? Okay, also ich weiß nicht, wir haben drei Tower bekommen, die haben einen unten bekommen. Wir haben den ganzen Inhib exposed, was daran schlimm. Hätte man den Inhib gemacht, okay, bei Minute 20, wenn das Game so close ist, wäre das Int, aber das haben wir ja nicht. Wir haben Hättest hier das Game drei beenden Tower. können und gewinnen. Was? Zu 100% sogar. Ja, weil, guck Analysieren mal, wir es einmal weil ich, kurz. weil, guck mal, jetzt, ich muss Matze mal einmal blamen. Weil mir wurde so eingetrichtert von so vielen Zuschauern, dass das Inhib ab Minute 20 komplett der Int ist. Das wurde in jedem Game gesagt, wo ich ein Inhib ab Minute 20 machen wollte, weil das ein Free Lane ist, wo die Gegner stacken und das macht ja auch Sinn. Deswegen dachte ich mir so, okay, Minute 20 steht 14-14, wenn der Jon jetzt zurückkommt und uns Ace, dann haben die einen Free Lane auch noch und das war's dann. Weißt du, was ich Darüber meine? unterhalten wir uns nachher im Makro-Guide. Ja, du hast auch Inhib recht, Jan, und so aber hier weiter. könntest du das beenden. Wir haben fünf Minions, nicht mal, Das vier Minions haben wir. Wir haben nicht mal eine Wave. kommt nachher im Makro-Guide.
Du könntest hier easy beenden, ja. Okay. Und zwar, das Ding ist, die Gegner inten hier komplett. Die inten hier komplett in euch hinein. Der Jon ist Botlane mit Yuumi. Und das ist wichtig. Das sind die zwei stärksten Gegner. Und der einzige Grund, warum ihr überhaupt noch verlieren seid, ist Jon Yuumi. Der Jon war eben 14-0 am Ende oder so. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr stark. Er war der einzige Grund, warum ihr am Verlieren wart. Und das in Kombination mit Yuumi. Und diese zwei Faktoren sind nicht hier. Ja. Du bist extrem gefeedet. Du hast Lulu im Rücken. Der Gnar hat seine Ulti hier jetzt dann gleich gemisst. Und du hast Ulti, Flash und Ignite ready. Und die Gegner rennen euch hinterher. Nee. Schau mal auf die Diana. Wenn du hier, siehst du da? Hier kommt Diana. Wenn du hier umdrehst, vielleicht einen Walljump machst, einen Flash mit Lulu, Twitch, wenn ihr hier turnt, anstatt zu laufen, könnt ihr hier das Spiel beenden und gewinnen. Und selbst wenn ihr hier nicht das Spiel beendet und gewinnt, tötest du hier den gegnerischen Jungler, vielleicht noch einen anderen Gegner und dann macht ihr einen Free Baron und könnt nachher mit viel mehr Pressure das Spiel spielen. Und das ist auf jeden Fall ein Game-Breaking-Moment. Also, das bedeutet, seine Plays bis zum Maximum ausnutzen. Ja, das stimmt. Hier sollst du mitnehmen, dass du wirklich, wenn ihr einen Advantage habt irgendwo. Ja, ich wollte das den Sound fixen, weil ich habe das Gefühl, dass das doppelt aufgenommen wird. Deswegen dachte ich, stummschalten bringt's, aber ich habe den Stream damit nicht stumm geschaltet. Warte mal, ich probiere das jetzt mal. Mach mal, spiel mal ab, bitte. Jetzt müsste. Nee. Ja, dann ich weiß jetzt nicht, warum das. Jetzt höre ich gar nicht. Ich glaube, ich müsste das Replay neu starten, dass es besser funktioniert. Ich weiß nicht, irgendwas ist da. Auf jeden Fall. Das ist jetzt schon vermehrt vom Chat. Ah, ist egal. Ja. Dieses Ding. Ist auf jeden Fall Game-Winning. Ja? Also hier, wenn du hier ein Play machst, Haxo Riser, aber wenn man hier stirbt, wäre das auch bad as fuck. Ja, nur musst du abwiegen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er hier stirbt. Du musst dir denken, er ist Level 14, also ist 3 Level über der generischen Diana. Die indet komplett in ihn hinein. Er ist eine gefeedete Riven mit Lulu im Hintergrund. Er hat im Numbers Advantage, das ist im schlimmsten Fall 4 gegen 3. Aber die sind komplett split, die Gegner. Er ist hier unkillable eigentlich. Ja. Das heißt, wenn er hier seine Advantage ausspielt, ist das Risiko einfach so gut wie null, dass es schief geht. Deswegen bin ich auch so schlecht als Smurf, tatsächlich. Weil jedes Mal, wenn jemand anderes im Gegnerteam fett ist, also richtig fett, dann denke ich immer, der ist besser als ich und dann traue ich mich Sachen nicht, die ich sonst machen würde. Also ich kann richtig schlecht gegen andere Smurfs spielen, weil ich mich denn davon irgendwie so ein bisschen beeinflussen lasse in meiner Decision-Making. Ich gehe dann immer auf Nummer sicher und mache halt nicht so Plays, die risky sind. Okay, und um die Frage zu beantworten, was danach kommt, aber Nash ist auch so free von der Risk-Reward-Verhältnis, sehe ich als okay für den Nicht-Commit. Nash ist halt der Safe-Call. Nash ist hier überhaupt nicht free. Nash ist hier unplayable. Er kann nicht Nash gehen. Warum? Die Gegner sind gerade aus der Base gespawnt, sobald die sich hier repositioniert haben, beziehungsweise gegroupt haben. Und wir den Nash anfangen, sind wir schwächer. Weil wir den Nash-Debuff haben und der Jon ist zwar auf der Botlane, aber kommt easy peasy rechtzeitig zum Nash. Also easy peasy. Wenn wir hier nicht ein Play machen, was ein Game-Sieg pressured, also hier die Leute nochmal töten und den Base pressuren, wird der Jon nicht recallen. Und ja, das Flip durch das Diana-Smite ist es auch noch. Dementsprechend ist hier der Nash überhaupt kein safer Call, sondern hundertprozentiger Gameflip. Welche Punkte sollst du dir jetzt aus diesem Replay mitnehmen? Es geht ja um die Replay-Analyse. Ja. Also am Anfang fing es gleich mit dem ersten Play an, wo ich den Freeze nicht gemacht habe, weil ich auf Autopilot gepusht habe oder weil ich halt nicht wusste. Da kam aber der Aha-Effekt, dass man, wenn man eine Minion-Überzahl hat auf der roten Seite meinetwegen und man spielt blaue Seite, dass man die Minions einfach lassen kann, weil die rote Seite pusht dann in einen rein. Man kann sofort backporten und auch wenn der Gegner TP'd, schafft man zeitlich noch, da rechtzeitig hinzugehen. Wave Management wäre der erste Punkt. Dann Auto-Pathing auf die Lane. Gerade mit und Early Midgame war das so. Also wenn ich einen guten Push habe, den unter den Tower reinbringe und die Wave zu mir zurückbounce, dann habe ich eine Tempo-Advantage. Und dann muss ich nicht gleich von meiner Base in die Lane rennen, sondern ich habe dann noch Zeit, was zu machen. Und das habe ich nie gemacht in meinen ganzen Games. Ich habe es früher mal gemacht, aber das habe ich mir abgewöhnt. Sondern ich kam dann immer auf die Lane und war, als die Wave gerade mal bei der Hälfte der Lane war,
auf der Lane schon und hab dann da Zeit verschwendet, weil ich konnte nicht fighten, weil der Minion Advantage hatte und. Also hätte ich einfach durch den Jungle rennen müssen und gucken, okay, kommt Midlane was, kann ich vielleicht im Jungle die Vision holen. Das ist auch gleich der zweite Punkt, denn im Midgame nicht einfach auf der Lane bleiben, wenn die eh zu mir reinpusht, sondern auch mal in den Jungle reingehen und tiefe Vision holen, damit man darauf aufbauen und dann irgendwelche Plays vielleicht machen kann. Teamfighting, vor dem wichtigen Objective nicht einfach automatisch Toplane gehen, weil ich da eine fette Wave sehe mit anderthalb Waves, sondern gucken, okay, ich bin der Game-Winning-Faktor für mein Team, sondern ich kann die Wave, die Fights so beeinflussen, dass wir halt das Game gewinnen, was sehr wichtig ist. Und dann der letzte Punkt, auch ganz wichtig, vor dem Fight, der vorletzte Punkt, vor dem wichtigen Fight nicht endlos lange Diskussionen mit dem Chat führen oder so tief, dass ich abgelenkt bin, sondern dann wirklich zu konzentrieren und auch mal eine Nachricht nicht gleich zu lesen, vielleicht auf nach dem Game verweisen, damit ich halt wirklich voll Fokus spielen kann. Weil ich habe das Game gesehen, das Game wäre hundertprozentig winnable gewesen. Und dann halt der andere Punkt mit dem, wo wir in der Mitte zu viert gepusht haben. Jon war auf der Botlane, der stärkste Champion mit Yuumi zusammen. Der hatten wir, auch weil der Nah schon seine Ulti gemisst haben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich bin die Ulti gedodged von Nah. Der hatte gar nichts. Also die hatten wirklich nichts. Wir hätten die unter dem Tower wegrennen können. Und dann hätten wir das Game beendet. Das waren, glaube ich, alle Punkte zusammengefasst. Sehr informativ. Okay. Also für mich war es insane, Alter. Das hat mir echt die Augen geöffnet. Gerade auch die Tipps mit dem Wave-Management. Also, und dieses Auto-Perfing. Ja, es kommt noch dazu, was du dir davon noch mitnehmen kannst, ist, dass du deinen Gameplan dem Spielverlauf anpassen musst. Dazu müssen wir halt natürlich erstmal einen Gameplan erstellen. Das machen wir dann nachher. dann die Wichtigkeit von Item-Spikes. Ja, Item-Spikes, stimmt, ja. Das war der Punkt mit dem Fight, ne? Dann Vision haben wir ja schon angesprochen. Das hast du schon gesagt, dass du Deep Vision besorgen kannst, dass du deine Tempo Advantage nutzen kannst für mehr als nur für einen Roam oder für schneller auf der Lane sein und dann freezen. Pressing von Advantages haben wir schon besprochen. Und das Allerwichtigste, was dir hilft, diese Entscheidungen richtig zu treffen, ist der Gameplan. Ja. Ja? Und jetzt müssen wir das Matchup analysieren. Riven gegen Gnar. Kann ich dir aus dem FF sagen. So Laning-Phase-Matchups ist eigentlich safe. Ja, wir gewinnen die Laning-Phase. Das ist super. Wir gehen davon aus, dass wir in den Solo-Queue hart stompen. Das ist super. Warum? Weil wir einfach Riven OTP sind. Wir wissen, wir haben ein gutes Matchup. Deswegen werden wir den hart stompen hauptsächlich. Ja? In den meisten Spielen. Das heißt, wir müssen aufhören, nach 4 Kills oder nach 3 Kills oder nach 5 Kills auf die Lane zu laufen, blind, und immer mehr versuchen, den Gnar behind zu bringen mit einem Freeze oder was weiß ich. Ja. Das ist nicht sinnvoll. Ja. Und dazu gibt es sozusagen eine Art Influence-Graph. Ja. Und der hilft dir sozusagen zu entscheiden. Wir sparen jetzt einfach ein bisschen Zeit. Ich habe den schon mal gestern gezeichnet. Ich werde den jetzt nicht neu zeichnen, sondern den einfach hier rüberziehen. Oh ja. Der hilft dir, einfach zu verstehen, dass es nicht viel mehr bringt, den gegnerischen Gnar noch weiter behind zu setzen durch einen Freeze, sondern dass wir versuchen müssen, auf andere Weise das Spiel zu acceleraten, damit unser Lead auch ausgenutzt wird. Ich habe gerade einen Schlüsselmoment, Alter. Richtig geil. Das war genau die Frage, die mir beantwortet wird, die ich schon monatelang gesucht habe jetzt. Wir sehen hier Rot und Blau, das sind unsere Teams. Und dieser Graph zeigt dir deinen Spieleinfluss in Relation zu deinem Team. Hier in Rot und Blau hast du die beiden Teams. Ja, das sind einfach die anderen vier Spieler. Mhm. Aus deinem Team und die anderen vier Spieler aus dem Gegnerteam. Violett ist der gegnerische Toplaner und grün bist du. Gut, bis Minute 10 haben wir unseren Lead erarbeitet. 5-0. Das ist jetzt ein theoretisches Beispiel. Ja. Das heißt, der gegnerische Toplaner 0-5, weil wir ihn stompen. Du merkst hier als allererstes schon mal, dass der Unterschied nicht so groß ist zum restlichen Team auf beiden Seiten. Ja. Warum? Dein Lead ist größer als das, was dein Toplaner behind, als das der Gegner Toplaner behind ist. Ja? Weil die ganzen Catch-up-Mechanics in League of Legends einfach viel zu brutal sind.
Ja, sobald du mal behind bist, du kriegst einfach überall Ressourcen geschenkt. Du kannst nicht mehr so weit behind fallen, dass du nicht relevant bist in dem Spiel. Das heißt, wir sind unter zeitlichem Druck. Wenn du dann jetzt hier die Linie, die hier abreißt, ist, wenn du hier jetzt anfangen würdest, Fehler zu machen und dich catchen lässt, dann würdest du relativ schnell, selbst wenn der gegnerische Top-Lane nur 2-5 sein ist und du 5-2 bist, würde dir relativ schnell wieder equalized sein durch dieses Ketchup. Ja. Ja, Ketchup. Mit Pommes. Das heißt, du darfst, wenn du ahead bist, musst du extrem darauf aufpassen, dass du dein Lead nicht wegwirfst. Ja. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir natürlich besser und sehr gut weiterspielen. Ja. Das heißt, wir spielen sehr gut weiter. Mhm. Unsere Advantage zum restlichen Team und zum restlichen Spiel steigt. Die steigt immer weiter, bis Minute 20, die steigt. Wenn wir jetzt aber den gegnerischen Grafen anschauen, der Gnar, der stagniert dann relativ rasch. Warum? Weil einfach das Spiel nicht mehr erlaubt, dass du so krass behind fällst, dass du nicht relevant bist. Ja. Und wegen dem Champion-Design. Und das ist der wichtige Faktor. Es gibt Champions, da macht es Sinn, weiter diesen Champion behind zu setzen. Eine Kayle zum Beispiel. Extreme Late-Game-Carry-Champions. Ein Tryndamere zum Beispiel. Da macht es Sinn, den Champion immer weiter behind zu setzen. Aber bei einem Champion wie Gnar macht es keinen Sinn. Weil warum? Ein Tank wird. Gnar ist ein Teamfighter, ein Tank. Ja. Der hat immer Value für sein Team. Selbst wenn der 0-10 steht und der eine geile Ulti trifft, kann das Spiel gewinnen. Und deswegen ist einfach seine Negativ-Value nicht so hoch wie deine Positiv-Value. Das heißt, es bringt uns nicht weiter versuchen, den behind zu setzen, weil der immer relevant sein wird, sondern wir müssen unsere Lead auf andere Faktoren des Spiels ausgleichen. Und da hast du eben dieses Window. So, nachdem du gefeedet bist, 5-0, bis knapp nach Minute 20, da muss ich dann also kurz nach dem Baron Spawn. Mhm. Hier in diesem Bereich hast du den höchsten Impact, weil du siehst hier, die Kurve fällt wieder ab mit der Zeit, weil deine Teammates immer stärker werden. Das heißt, das ist hier in Relation gesehen. Auch wenn sich jetzt hier die Kurve deines Teammates nicht nach oben verändert. Ich verstehe es. Verändert. Ja. Die passt sich ja an, ja. Du näherst dich immer mehr deinen Teammates an und bist dann auch relativ bald in der Relevanz, im Influence unter deinen Teammates, weil es sind alle vier Teammates zusammengezählt, gell? Diese Linie steht für alle vier Teammates zusammengezählt. Das heißt, irgendwann bist du als Einzelspieler einfach nicht mehr so relevant wie alle deine vier Teammates zusammen. Und das passiert dann ab irgendwo im Bereich Minute 30 herum. Ja, und ich kann ja auch erklären, wie das passiert ist. Ich habe früher oft, wenn ich fett war, bin ich gleich Roam gegangen. Ich bin aber an Momenten Roam gegangen, wo ich noch nicht in diesem Window war. Das heißt, ich war vielleicht 2-0 oder 2-1. Mein Gegner aus der Toplane war noch nicht so behind. Und dann bin ich Roam gegangen. War dann, meinetwegen habe ich einen Kill oder einen Assist sogar bekommen. Aber jedes Mal, als ich dann auf die Lane wieder kam, habe ich 2 Waves verloren, meinetwegen. Und dann war das Matchup unplayable für mich. So, und dann habe ich mich dann einfach so eine Faustregel gemacht, weil ich bin Mensch, gerade in LoL, es sind so viele Entscheidungen, ich arbeite da gerne so mit Faustregeln, so Sachen, die ich meistens immer mache, damit es mir halt leichter fällt, dann so die schwierigen Entscheidungen besser zu treffen. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, du roamst einfach nicht mehr im Early- und Mid-Game. So im Early-Game. So Mid-Game dann ja, aber so, ich muss dieses Window besser identifizieren. Vielleicht kannst du mir da ja nochmal sagen, wann ich das identifizieren kann. Jetzt mit 5-0 ist offensichtlich, aber vielleicht auch so, vielleicht, ja, es ist, das los? Ist das, was ich meine. Du musst den Gameplan, du musst deinen Gameplan erstellen. Nicht nur für deine Laning Phase, sondern für das, wie du das Spiel gewinnst. Und dazu kommen wir nachher noch. Okay, nice. Ja? Alter, das wird doch helfen, geil, dieses Window zu identifizieren. Okay. Gut. Damit haben wir den Teil abgeschlossen von unserer Replay-Analyse und was wir daraus lernen.